gesehen. Ich habe die Nachtwechsel nach links geschoppt. Das war der Pro-Move dieses Jahrhunderts. Alright, 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 Leute, willkommen zurück zu einer neuen Folge Clash Royale mit Baro wieder dabei. Hallo, aber nicht Paluten. Ja, Paluten, ist ein geiler Shit. Und immer wenn Baro dabei ist, dann wisst ihr Bescheid, wofür es Zeit ist. Und das ist wieder mal für eine Clash Royale Challenge. Kannst du eine Explosion einbauen bei Challenge? Warte, nochmal, warte. Clash Royale Challenge! Oh, verdammt, warte. Ja. Komm. Er muss gerade die Festplatte hochfahren. Also, okay. Hast du dein Nippelboard bereit für die Explosion? Ja, mein Nippelboard kann ja Explosion abspielen. So, Clash Royale Challenge! Da ist die Explosion! Das sieht sogar ziemlich nice aus. Yes! Okay, wir haben jetzt 20 Sekunden rein und wir wissen immer noch nie, worum es geht. Wir spielen mal wieder Arena, eine bestimmte Arena, beziehungsweise Arena 2 gegen Arena 8. Das haben wir schon mal gemacht mit Arena 1 gegen Arena 9 und wir rücken uns jetzt quasi in die Mitte. Welche Arena war damals denn besser eigentlich? Ich habe keine Ahnung, ich glaube, ich war der Bessere. Das war entscheidend. Bestimmt. Warst okay. War das nicht das, wo du super cocky warst mit den drei Musketieren? Ich glaube, ja, da war ich ultra überheblich und hab. Ach nee, das war Männer gegen Frauen, glaube ich. Ich war auf jeden Fall richtig oft überheblich. ein paar Karten reichen nicht und da muss man ein paar austauschen. Ich habe die Nachtwechsel nicht. Die Arena 2 hat zum Beispiel zwei Karten zu wenig. Da habe ich aus Arena 1 was genommen und bei Bardo ist jetzt aus Arena 8. Da fehlt auch eine Karte und da muss er. Ja, alright. Du musst erst einen Zug machen, Gentleman. Du bist den anderen immer zuerst dran. Okay, ich fahr gern. Bester Zug, den man machen kann. Jeder weiß, der das Spiel spielt, dass wenn man mit dem Bombenturm anfängt, eigentlich nicht gewinnt. Ja. Naja, ich schaff's nicht. Ich guck mal zu, was du machst. Ja, eigentlich gibst du mir jetzt einen Vorteil, ne? Weil der Bombenturm. Ja, ich schenk dir das Elixier. Okay. Jetzt. Guck mal noch, was du machst. Was tust du dagegen, Boy? Ich guck noch ein bisschen. What the fuck? Was machst du da? Ich gucke. Ja, guck. Naja, das Problem ist halt, dass ich nichts gegen Anti-Air habe im Deck. Halt Fledermäuse. Echt jetzt? Arena 9 hat nichts gegen Luft? Naja, also jetzt habe ich was. Jetzt habe ich noch Blastro Cold gezogen. Aber es kam halt alles viel zu spät. Und es war halt ein bisschen räudig. Ja, da musst du rotieren. Ich habe nicht rotiert. Ich wollte erstmal gucken, was du so hast. Also, taktischer Move also. Nee, es ist dumm. Es ist kein taktischer Move. Es ist einfach dumm. Aber ich hatte einfach Bock zu gucken. So, aber das stimmt schon. Arena 8 hat verdammt wenig Anti-Air, ne? Ich hab mich nämlich sehr über. Ja, cool. Du machst Spaß. Ja, ich meine, hätte ich schnell rotiert, hätte ich wahrscheinlich lockerer stoppen können. Ist mir jetzt egal. Gewinne ruhig die erste Runde. Ja. Ich gönne dir das. Weil du weißt, dass die nächste Runde bei mir genau das gleiche ist. Nee, ich glaube, du stellst dich ein bisschen besser an. Aber du hast eine harte Zeit hinter dir. Achso, so, ja, stimmt. Mein Kanal Leben stirbt. Dein Kanal stirbt. Alle Kanäle sterben, aber eigentlich. Aber nur meiner ist relevant. Ja, deiner ist relevant. Das ist super. Ja. Yeah. Finde ich auch so, gut. So, jetzt mache ich hier einen dummen Push, der hoffentlich 1000 Schaden macht. Das Riesenskelett da hinten macht nix. Hey, guck mal, du holst hier sogar einen Turm. Ja, aber jetzt mach ich das hier. Cocky Bastard. Okay, das Russenskelett ist noch da. Was mache ich das hier? Das hat nicht geholfen. Du hast die Hoffnung, dass die Minions da durchstimmen, ne? Ne, die sind ja gestorben. So. Was willst du dagegen tun? Ich kann nichts dagegen tun, das ist das Ding. Guck mal, wie die Pfeile deine Fledermäuse kaputt machen. Oh, hätten die noch das Blast, den Blastkult getroffen, dann wäre es übel gewesen. Sieht aber das so aus, als ob du gewinnst? Du hast keinen Zauber, ne? Die Pfeile, ne? Aber die reichen nicht aus, die sind weak. Die reichen nicht aus, ja. Das heißt, wenn du das jetzt richtig konterst, dann hast du das. Ja. Nee, kann ich aber nicht. Zack und Wiss. Zack. Ich kann es eigentlich nur ignorieren. Und durch die drei Kronen gehen, ne? So fucking schnell durch. Die Glorie ist weg. Das ist natürlich hart. Okay. Also ich glaube, du stellst dich gerade richtig gut an. Muss man sagen. Es geht so. Die Explosion jetzt zerstört mich. Nee, eben nicht. Machst richtig krass Damage. Oh! Baro gewinnt! Oh! Oh nein! Mach kaputt! Die machen den nicht kaputt! Nein! Oh! Oh! Yes! Was? What? Wie ist das passiert? Banditen und Henker, Holzfäller war Hex. Was kam denn der Schaden? Ich hab eigentlich gedacht, dass du das gewinnst. Ich war so sicher, dass du das gewinnst. Okay, wir switchen. Okay, das ist übel. Ich hab nie ein Gebäude ausgespielt, das war mein Problem. Ich war cocky. Ich hab jetzt den gleichen Fehler gemacht wie Bardo, ich war super cocky. Das war alles geplant. So, zack. Hab ich auch gewechselt. Zack, nächstes Match. Join me, my friend. My friend. How are you, my friend? Spice. Okay, jetzt sieh zu, wie man richtig Karten platziert. Und zwar da.
Genau da ist jetzt meine Karte. Hast du das gesehen? Hast du was gelernt? So stark. Ja, ich habe dir jetzt einen wertvollen Tipp gegeben. Ich hoffe, du hast dadurch was gelernt. Mhm. Das weil, ist Karte. Weil jeder YouTuber gibt garantierte Tipps, womit man dann garantiert gewinnt. Ja, super gut. Okay. Ich mag garantiert. Garantien. Ja. War ein ganz guter Tipp. Ja, das war ein garantierter Tipp. Müsste der theoretisch nicht alles stoppen, das Riesenskelett? Und was reichen die Fledermäuse, um den zu stoppen? Bevor der. Ich weiß nicht, aber gespiegelte Fledermäuse. Oh! Ah. Oh. Hat wirklich gereicht. Warum haben meine Fledermäuse nicht gereicht, um das kaputt zu machen? Sind meine Fledermäuse uncooler als deine? Nee, ich glaube, du hast die noch später gesetzt. Das könnte sein. Okay, welchen Zug greife ich denn jetzt an? Und ich habe die mit Pfeile gekontert, nur so nebenbei. Ich habe ja keine Pfeile im Deck. Ja, wenn man die zwei Karten ja frei wählen kann. Oh. Fum. Oh, ich muss nochmal. Fum. Ist mir ein bisschen short. Okay. Short gewesen. Baro defended pretty well. Ist mir zu heiß hier alles. Pretty well in your bed gestellt. Mann, warum habe ich keine Pfeile? Okay. Pfeile hast du aber runtergedowngraded, ne? Ist ein Downgrade gewesen. Ist ein smarter Downgrade, ganz ehrlich. Valkyrie ist auch smarter Downgrade. Ja. Nicht so richtig. Schön. Was machst du jetzt? War es nicht der einzige Counter dagegen? Nein. Aber ich glaube, der kommt an Turm. Der kommt an Turm, das ist richtig. Gut. Ja. Gut. Eventuell nicht der beste Fledermäuse. Counter. Mehr Fledermäuse. Alter, wie viele Fledermäuse das sind. Mehr. What? Können die nicht abhauen? What? Scheiße, Eisgolem war viel zu spät, ey. Oh Gott. Oh! Jesus! Oh! What? Oh, das tut weh! Wie die rausgehauen hat, ey. Oh! Okay, ich hoffe. War schon ein bisschen dirty. War schon ein bisschen cocky. War schon verdammt cocky. Bowling, bowling. Jetzt sieh zu, wie meine Mass. Das war ein Fehler von mir. Ass destroyed. Du hast keinen Counter. Shit. Du bist jetzt auch so schnell rum, du Bastard! I know my shit. Oh, was kommt da links an? Okay, nix. Gott sei Dank. Okay. Das rechts ist mir ein bisschen zu wild. Bisschen zu wild. Born to be wild. Oh, die Nachthexe habe ich nach links geschubst. Hast du diesen Pro-Move gesehen? Ich habe die Nachthexe nach links geschubst. Das war der Pro-Move dieses Jahrhunderts. Oh Gott. Yes. Oh mein Gott. Die Nachthexe, die ist nach links geschubst durch den Klonzauber, hat er durch den Bombenturm ignoriert. Ey, deine Fledermäuse waren so stark. Alright. Also ich würde mal sagen, dass der Arena 8 triumphiert, wa? Ist nicht schlecht. Machen wir Arena 8 gegen Arena 8? Nee, Arena 2 gegen Arena 2. Alright. Weil das schwächste Deck muss jetzt sich beweisen. Ja. Nächstes Match. Best of 3. Das heißt, steht 1-1. Das heißt, der Nächste gewinnt. Der Nächste gewinnt. Ich muss aber noch was machen. Ist offen. Come on, do it. Double Sun Power! Double Sun Power! Mit meinem Nippelboard. Ich will noch eine Explosion sehen. Clash Royale Challenge. 1, What? Explosion. Bam! Oh, das war sogar. Ich hab sogar sehr schnell wechseln können. Sehr gut. Sehr schön. Sehr gut. Ja, sehr schön, sehr schön. Okay. So, ich mag mein Nippelboard. Ja, ist cool. Das hatte Stefan Rapp schon vor 10 Jahren, aber jetzt hab ich's. Boah, Nippel. Ja, okay. Jeder mag Nippel. Spannend. Spannend. Ja, das ist ein phänomenaler Fight, gerade ein Riesenskelett gegen ein Riesenskelett. Und die Bombe zerfetzt eh alles. Oder auch nicht! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Okay. War gut. War in Ordnung. Ich habe jetzt Pfeilhagel übrigens. Soll ich nochmal Explosion reinballern? Ja, mach nochmal eine Explosion. Ja, hab ich gerade schon. Oder was ist sonst so? Was kannst du sonst so rausballern? Ich kann Faceball machen. Ja, mach das mal. Ja, hab ich gerade. Cool. Nice. Mir gefallen, war cool. War ich hab cool. Das, geht ja auf den Bombenturm. Ich denke auf den Bombenturm, okay. Dann mach ich den Dragon. Sehr noobige Frage, aber. Bumm! Will ich bestimmt keiner haten für. Nö, nee, auf keinen Fall. Oh, phänomenaler Fight. Ja. Schlamm. Ich geh all in.
Das ist so lame. Arena 2 Decks sind lame. Die sind super shitty. Ja, ist halt so unausgründlich. Da muss ich schon fast rein. Wie soll man hier viel Schaden machen, ehrlich gesagt? Ich hab keine Ahnung. Weil fast alles hier kontert, das Ding. Ja, das ist okay, aber halt auch nicht gut. Ich glaube nicht, dass du damit Schaden machen kannst. Meinst du nicht? Ich glaube nicht. Ja, ich glaube auch nicht. Nee. Arena 2 Deck ist Müll. Das ist richtiger Müll. Wir werden hier jetzt halt auch die Verlängerung durchspielen. Ich wüsste nicht, wie man durchkommen soll. Ja, auch nicht. Vielleicht jetzt, wenn ich einfach ein bisschen auf die Defensive scheiß. Oder dann mache ich das jetzt so. Ja, okay, du machst rechts jetzt ein bisschen Schaden, so, weil ich das. Und dann mache ich so. Hättest du gar nicht machen müssen, aber. Doch. Ich schaff das nicht. Und du lässt ihn. Okay, du lässt ihn. Ja, ich lass halt mal ein bisschen machen. Okay, na gut. Zack. Was machst du jetzt, Boy? Was machst du jetzt, Boy? Ich versuche einfach ein Ergebnis zu kriegen. Ist mir egal, was meinst, ich will einfach nur Resultate. Ich möchte Resultate. Oh. Das war knapp. Ja, es bringt halt alles nichts. Geh weg. Oh. Es bringt halt. Ist er am Turm? Nee. Ja, die Bombe ist am Turm, aber bringt ja nichts. Okay. Oh, rechts der Baby Dragon! Rechts der Dragon Dragon! Ja, der Turm hat volles Leben. Kann ruhig dreimal ranhauen, ist mir egal. Rechts der Baby Dragon! Wait. Der war noch in der Turm. Boy! Oh, boy! Oh! Bada-ba-bum-bum! Pow! Ich wollte auch nur, dass das Arena 2, Arena 2 gegen Arena 2 ist langweilig. Du wolltest das Leiden ein Ende setzen. Ich meine, ich habe auch schlechter gespielt, du hast zu Recht gewonnen, aber ich fand es langweilig. Sollen wir noch Arena 8 gegen Arena 8? Arena 8 hat, glaube ich, mehr Feuer. Okay, mehr Feuer. Mehr Feuer, Leute. Mehr Feuer. Feuer, Explosion! Feuer, oh, zu spät. Explosion! Bam! Das musst du öfters callen. Einfach mal das Video ein bisschen aufzuwerten. Ja. Aber okay. Die Explosionen sind nur bei mir. Das heißt, ach ja, wir kommen ja auch nur bei mir, das Video. Mir kommt nichts. Das Video exklusiv, Leute. Exklusiv. Ja. Zack, okay. Was mach ich denn jetzt? Weiß ich nicht. Jetzt musst du zwei Lanes verteidigen. Das ist schwierig, was ich jetzt machen muss. Oh, keine Ahnung. Ich finde das schon schwierig, was war jetzt das? Aber warum greifst du? Banditin ist durch. Ja. Nachtext ist durch. Alles ja, durch, das ne? Das war nicht schlecht, ja. Das war sehr dirty. Du hast den Bowler auch gut eingesetzt. Du willst eine Explosion haben? Ach, du hast den Bowler wieder, ne? Ja, und eine Explosion. Denk weiter über die Explosion nach, statt zu spielen. Denk weiter über die Explosion nach, statt richtig zu spielen. Nee, das ist nicht gut. Weil dann mehr nachdenken. Genau das mehr nachdenken, weniger spielen. Nein, weniger nachdenken. Mehr nachdenken, weniger spielen. Danke. Nein, weniger nachdenken. It was at this moment that Nathan knew. He fucked up. Die Rolle durch, ne? Oh, die ist so cool. Über dich ist so cool. Naja, geht so. Ja, die kann durch alles. Damn, hast du Damage gemacht rechts. Ja, war ganz gut, weil du hast irgendwie gechillt. Nee, eigentlich gar nicht mal so. Bam, 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 bam. Banditin ist super. Meine Fledermäuse gewinnen gegen. Deine sind stärker als meine, das ist komisch. Komisch. Zack. Wombo Combo! Double Combo! Aber es hat geklappt mit dem Lasso Cold. Guck mal, wie die abgehen. Damn. Guck mal, wie die abgehen, Alter. Damn. Jesus. Barlo gewinnt. Alter. Wie damn, jetzt bin ich im Zugzwack, ey. Wie übel sind die denn? Damn. Das war schon ein Profi-Move hier. Das war Pro-Move, ne? Das ist schon fast wie meine Nachthexe, die nach links laufen musste. Ja. Ich mach einfach Druck. Da Druck entstehen Diamanten. Ja. Außer Corrupted. Der macht Druck unter Pausen. Der macht unter Druck Pausen, genau. Der macht unter Druck. Random Corrupted Disc am Morgen. Das hat dir jetzt geschmeckt, ne? Das ist geil. Das ist geil. Guck mal, wie die abgehen. Ganz ehrlich, was willst du da machen? Ich hab nix. Ich hab keine Zauber. Ich komm nicht an die ran. Jetzt kommt noch ein Dritter. Was machst du jetzt? In der Arena hättest du jetzt Kampfholz oder so. Ja, aber was machst du jetzt gegen drei? Ja, okay, das. Aber okay, du musst dir Schaden machen irgendwo. Wo willst du Schaden machen? Keine Chance. Okay, 17 Sekunden. Alles oder nichts? Ich mach so viel Elixier über. Geht nichts. Aber der Klonzauber ist nicht schlecht. In der Challenge so. Ja, weil ich an die hier, an die Blastro-Kuppel nicht rankomme. Barlo ist ein sneaky Bastard. Das war ein okayer Move.
Ein guter Move. Ein guter Move, gereicht. Ja, es steht immer noch unentschieden, wenn man es genau nimmt, aber egal. Bardo, ich erkläre Bardo hier zum Gewinner. Nein, die Sneaky Kobolde mit dem Klon war. Die Nachtexte war ja auch doof. Ich bin mit unentschieden zufrieden. Okay, aber die Nachtexte war in der Runde vorher. Das war eine Explosion! 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 Bams! Muss ein bisschen ankündigen. Mann, wer jetzt was heißt, ist gut. Explosion! Richtig. Bam. 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 Okay. Oh, okay, und wisst ihr, was geiler als eine Explosion ist? Ein Daumen hoch, wenn euch dieses Video gefallen hat. Wenn ihr dieses Clash hier zwischen Arena 2 und Arena 8 gefallen hat, dann geht ihr jetzt zu Bardo rüber, hinterlasst ein Abo und auch dort nochmal schöne Grüße von Zwei Abos und schöne Grüße von Staniana. Schreibt bei ihm einfach in die Kommentare Staniana hin. Dann macht ihr ein bisschen Werbung für mich. Freut mich dann auch. Ist gut. Sneaky, ne? Dann muss man das machen. Smart, ja. Ist smart. Okay, und ich hoffe, und wenn es euch gefallen hat, hier auf die zwei Kasten rechts drücken, dann findet ihr weitere Videos und gebt mehr Flosse. Lopp. Mann, das obere Video sieht hier gut aus. Verdammt, das ist ein schönes Video. Also ich würde draufklicken. Explosion!